Kettler News für 2018. Hallo, also ich bin der Martin Winkler von der Firma Kettler und ich möchte euch gerne die Produktneuheiten für 2018 zeigen. Und ein zentraler Punkt bei uns ist Integration des Akkus, Integration von Lichtsystemen etc. Und somit will ich auch gleich zum ersten Produkt kommen. Das ist unser vollgefedertes E-Scorpion FS. Und hier haben wir eine besondere Akkulösung und die möchte ich euch jetzt zeigen. Grundsätzlich handelt es sich hier um den sogenannten Snakeback. Der verbirgt sich hinter dieser kleinen Klappe. Produktvorteil 1 ist schon mal, der Rahmen kann wesentlich stabiler gebaut werden. Es gibt keine große Öffnung und der Akku ist sehr einfach zum Rausnehmen mittels dieses Griffs. Und man muss sich das so vorstellen wie eine Bärenkette mit verschiedenen kleinen Akkus, hat aber reichweitentechnisch überhaupt keine Einschränkungen. Eine weitere Modellplattform, wo wir unsere Akkulösung verwenden, ist das Kettler Paramount in Kombination mit dem Shimano E8000 Motor für 3.499 Euro. Und hier sieht man ebenfalls diese Lösung mit dem kleinen Seitendeckel, der sich sehr harmonisch hier einfügt. Und wir bieten alternativ auch ein Bosch-Modell mit integriertem Akku für 2.999 Euro an und ebenfalls mit einer integrierten Lösung. Das absolute Highlight unserer Trekkinggrad-Palette ist das Traveler ESL. Ist ein Vollcarbonrahmen mit voll integrierter Batterie. Unter 20 Kilo, eine absolute Ansage gewichtstechnisch mit den besten Teilen, die derzeit der Markt bietet. Supernova-Licht, XD-Elektronik-Schaltwerk, Shimano E8000 Motor, also ein absolutes Highlight in unserer Linie und zeigt, dass wir als Kettler Alurad sehr gute Carbonrahmen bauen können und dies auch gut in Szene setzen können. Ein weiterer Beitrag der Firma Kettler zum Thema schöner Radfahren ist die Serie 2Degree. 2Degree steht für mich für ein Fahrrad im reduzierten Design. Ziel war es, einfach ein sehr leichtes E-Bike zu kreieren. Das Rad hat unter 17 Kilo, bietet alle Funktionalitäten, integrierte Lichtlösungen, die man mittels Magnet befestigen kann, die den Strom vom Hauptakku bezieht. Der Hauptakku als solches ist im Unterrohr sehr dezent angebracht, in Kombination mit einer Santur Hecknabe. Dieses Rad kommt mit Riemenantrieb, es gibt optional aber auch die Möglichkeit, Kettenantrieb zu bekommen. Und 2Degree ist einfach stylisch, jung, frisch, unser Beitrag, auch ein jüngeres E-Bike-Publikum anzusprechen. Eine weitere Produktplattform, die ich euch zeigen möchte, ist unsere E-Blaze Cross-Serie. In der E-Blaze Cross-Serie kommt ebenfalls ein voll integrierter Bosch-Akku in Kombination mit einem Bosch CX-Motor zum Einsatz. Eines der vielen Highlights ist für mich aber das Monkey Link. Monkey Link bedeutet, es gibt einen speziellen Vorbau und eine spezielle Sattelstützenklemme, an die man ein Frontlicht und ein Rücklicht befestigen kann. Das funktioniert ganz einfach. Das ist ein mechanisch-magnetischer Mechanismus. Man klipst das Licht ganz einfach rauf, ebenfalls hinten. Und somit ist auch schon eine Verbindung hergestellt zum Hauptakku. Das heißt, beide Lichter beziehen ihre Energie aus dem Hauptakku. Es ist kein externes Laden notwendig von den Lichtern. Alles geschieht über die Zentrale, über den zentralen Akku. Weitere Zubehörteile sind entweder in Planung oder es gibt auch ein Rücklicht integriert in einem Schutzblech, das man ebenfalls mit diesem magnetisch-mechanischen Mechanismus einklipsen kann. Ein Produkt, auf das wir besonders stolz sind, ist eine Kooperation zwischen BMW Motorrad, der ZTG und Kettler Alurad. Der BMW Roller hat die Pedelec 25 Zulassung, sprich man kann mit diesem Roller ohne Probleme auf Radwegen fahren. Es ist keine besondere Ausrüstung notwendig, zum Beispiel ein Helm etc., keine Nummerntafel. Highlights dieses Produkts sind ein 400 Wattstunden Akku, der Reichweiten bis zu 30 Kilometer ermöglicht, gepaart mit einem Marquardt Heckantrieb. Von der Ausstattung her Magura Hydraulikbremsen, Supernova Licht mit einem Supernova Rücklicht, Bremslicht. Der Roller erreicht Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen frei wählbar und der Roller wird bis 6 km/h mit eigener Muskelkraft angeschoben und ab diesem Zeitpunkt kommt dann diese Wippe ins Spiel.
Jeder Impuls, der auf diese Wippe geleitet wird, ermöglicht eine Fortbewegung von 5 Metern. Kompakt wird der Roller dadurch, dass man den Lenker abklappen kann. Und das Ganze zu einem Preis unter 2.500 Euro. Alle Infos auf kettler-alu-rad.de.